So langsam Abend, aber wir können ja noch mal in die Ecke laufen. Wir haben jetzt genug Nahrung. So, da ist noch mal ein Bärenbusch, da können wir wenigstens die Bären plündern. Der Fire Staff ist ja voll gut. Super gut, ey. Das Gerät kann was. So, ich hoffe übrigens, die Stimme wird mit aufgenommen. Ich habe es zwar gecheckt, aber ich habe immer dann so Sorge, läuft das jetzt wirklich im Hintergrund? Oder muss ich dann stundenlang nachsynchronisieren? Ich habe ja jetzt nicht schon eine Stunde aufgenommen oder so. Wir sind aber... Oh, Moment, lasst mich nachrechnen. Ich wünsche euch an dieser Stelle, glaube ich, einfach mal ein frohes neues Jahr. Denn rein rechnerisch sind wir heute am 1. Januar. Also ich mit dieser Folge bin... Oh, nein, Schaufel. Bin am 1. Januar quasi. Ja, frohes Neues. Ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht. Habe ich das jetzt richtig gehört? Ich gehe ganz schnell zurück. Ich glaube, ich... Oh, shit. Shit, 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 shit. Shit. Nein, bleib versteckt. Ich möchte mir einen Anzug bauen. Boah, das ist noch viel zu weit. Das schaffe ich nicht. Ich habe keinen Schutz, ich habe keinen Schutz, ich habe keinen Schutz. Boah. Der Vogel hat... Ey, ohne Scheiß, ich habe mir gerade fast in die Hose gemacht, weil der Vogel angeflattert kam. Jetzt kommen sie. Ich sehe das. Ich höre das. Ich weiß das. Ihr kommt jetzt, oder? Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ist das bei Fight? Ist das bei Fight? Marble Suit? Nein, Lock Suit. Scheiße. Ah, komm schon. Eins. Zwei. Komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon. Anziehen. Und hierhin, damit nichts abbrennt. Los. Jetzt könnt ihr kommen. Ich bin bereit. Ich bin bereit für euch. Noch ein Brett. Feuer schon mal anmachen. Kommt schon, ihr Feiglinge. Ich kriege euch. Wo seid ihr? Ah, da. Da kommt er. Auf die freie Fläche. Auf den Kopf, auf den Kopf, auf den Kopf, immer schön auf den Kopf. Und zwischen die Augen. Zwischen die Augen. Puh. So, noch ein Zähnchen gekriegt. So, das ist gut. Ein Zahn, das können wir da rein tun. Jetzt haben wir jede Menge Monster-Meat. Super. Können wir das auch nochmal in den... Ja, können wir. Cool. Dann kommt das da noch mit rein. Und einmal Börschen. Und ein Stick. Oh nein! Der Hut ist kaputt. Oh. Verflucht. So. Ho, 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 ho. Bärenbuschis, Bärenbuschis. Ja, hier ist erwachsen. Bärenbuschis. Ich hoffe, es hat jetzt niemand falsch verstanden, was ich gerade gesagt habe. Bärenbuschis. Nicht mit M. Ja? Vielleicht ist das aber auch nur mein krankes Hirn, das immer solche Worte umdichtet. So. Flumpy. So, das erste, was in unseren Kühlschrank kommt. Ein bisschen weit weg vom Kochtopf, wa? Egal. Harvest. Plant. Schön. Und dann können wir das direkt essen. Flump. Das ist echt viel zu weit weg. Nee, nee, das geht so nicht. Aber ich glaube, wir können das jetzt auch nicht groß abbauen, ne? So. Ach ja, das können wir auch noch da reinpacken. So, Essen. Die kommen mal da rein. Also, Rüstung. Da wollte ich doch noch was gucken. Können wir uns nicht... Football Helmet. Ja, können wir uns bauen. Super. Einmal so ein Schweinehintern und dann können wir doch Football Helmet. Schön. So, jetzt sind wir auf jeden Fall gut geschützt, glaube ich. Wenn es nochmals ans Kämpfen geht. Wir haben einen Speer, wir haben einen Locksuit und wir haben Football Helmet. Das wird reichen, hoffentlich. Für den Fight der Fights. So, wir gehen in der nächsten Folge oder am nächsten Tage gehen wir nochmal hier rüber und sammeln Schütte ein. Ich möchte noch ein paar mehr Farmen haben. Vielleicht kommt dann auch in der Zwischenzeit so ein bisschen Rot zustande.
Die Hasis sammeln wir auch mal ein. Zack. Und die kommen dann nicht mit, sondern die kommen in den Kühlschrank. In getöteter Form. Sondern hier diese Drumsticks kommen mit. So, Kühlschrank, da kommt Monster Meat rein und das da kommt rein. Der Crockpot ist leer. Tja. Ja, ich weiß, das ist jetzt ein bisschen blödes Hin und Her gelaufen. Das hätte man anders organisieren können. Aber egal. So, und zuletzt noch ein Stock rein. Und dann kann das kochen und wir gehen los. Vielleicht finden wir ja... Na, Chester wird wahrscheinlich hier oder hier sein. Wir finden den schon. Da mache ich mir keine Sorgen. Früher oder später werden wir gechestert. Oh, ach, cool. Stimmt. Wir hatten ja Flint hier liegen lassen, weil wir voll waren. Flup, flup. Warum? Ein bisschen Gras muss sein. Dann ist das Inventar voll Flinty-Stein. Voll bescheuert. Na gut. Ist halt so. Kaki. Kaki war hier? Ich glaube schon. Schauen wir mal. Ist ja noch ein ganzes Stück. Buh. So. Ja, wir können langsam rechts abbiegen. Hier. Hier waren auf jeden Fall einige Beefalos. Rotten die auch? Oh ja, die rotten auch. Guck mal, dann machen wir mal Folgendes. Aufsammeln und wegschmeißen. So, Kacke. Hast du auch irgendwo geschissen? Na, zumindest nicht in der Nähe. Verdammt. Wo war denn der Einzelne? War der hier? Hier so in der Gegend? Nö, hier ist erstmal mehr. Da ist die Kiste. War der bei der Kiste? Wo sind wir? Da sind wir südlich. Also ab nach unten. Da ist Kacke. Ha! Schau einer an. Drei Stück haben wir jetzt. Los! Setz einen Kothaufen, heben dich, du kleiner Beefalo. Gut, dann eben nicht. Da ist er doch. Siehst du? Wenn keiner zuguckt, ne? Dann kannst du. Lalalalalala. Wieder zurück zu den anderen. Vielleicht haben die auch nochmal was abgeködelt. Und dann endet auch hier die Aufnahmesession schon in 7 Minuten. Pam, sag ich jetzt einfach so. Nein, wahrscheinlich ein bisschen mehr. Aber ihr wisst das wahrscheinlich besser als ich. So, 6 Stück, das reicht wieder für eine Farm. Und wir haben noch ein bisschen übrig von dem Tag. So knapp, aber wir haben was übrig. Deswegen werde ich jetzt nach oben rennen. Dort nach oben, da, so, da. Immer weiter. Ich hoffe auf Chester. Wenn Chester da wäre, könnten wir richtig viel Zeugs mitnehmen. Hunger sieht okay aus. Hier ist Ende. Okay. Dann gehen wir mal hier lang. Da ist eine Möhre. Das ist auch sehr schön. Und da ist noch eine Möhre. Das ist noch viel schöner. Gut, dann haben wir zumindest schon mal ein bisschen was zu essen für unterwegs. Falls wir sehr lange draußen bleiben. Lalalalala. Chester, lieber Chester, zeig dich mir doch bald. Ui, hier geht's echt noch weiter. Da oben war ein Bärenbusch, aber da gehe ich jetzt nicht hin. Wir benutzen erstmal unsere sozusagen Taktik und erkunden hier das Ufer. Ach, das gibt's doch nicht. Noch mehr Gold und Stein. Wofür braucht man das Eis? Das habe ich immer noch nicht rausgefunden. Das werden wir aber irgendwann tun. Bestimmt werden wir das tun. So. Ho, 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 ho. Hm. Jede Menge Stein und Zeugs, aber nichts, was ich gerne hätte.
Zum Beispiel Chester. Okay, das ist echt gigantisch, die Karte. Aber wir haben sie bald wahrscheinlich komplett erkundet. Warte mal. Zack. Und zack. Wir haben ja ein paar Möhren. Das muss uns ein bisschen satt halten noch. Zumindest für den Rückweg dann. Und wir sind immer noch in einer Art Steinwüste. Traumhaft. Boah, das ist ja echt blöd, ey. Ich bin gerade total angenervt. Meine Güte, ist das weit. Guckt euch das mal an. Hier. Bis da. Und wir sind ja nicht mal Vögelchen, von denen wir ein bisschen Eier klauen könnten für Bacon und Egg. Das war echt der Burner, ey. So viel Nahrung wieder vollgemacht, sozusagen. Das war echt gut. Aber wenigstens wissen wir, hier ist jede Menge. Oh. Guck an. Oh, jetzt hat er es gemerkt. Das gefällt ihm anscheinend auch nicht. Und der ist wahnsinnig schnell. Da ist was. Da ist was. Das Crank-Sing. Das müssen wir haben. Okay, ich muss kämpfen. 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 Aua. Kämpfen. 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 Hau drauf. Hau drauf. Und töte das Drecksvieh. Ach. Ich hätte ja auch den anbrennen können, ne? Jo, da müssen wir ein bisschen umsortieren. Wir haben wieder ein Ei. Super, da können wir uns wieder Bacon and Egg machen. So, jetzt muss ich erstmal wieder runterfinden. Das ist blöd, eigentlich will ich die ja nicht alle töten, die Vögelchen. Die legen ja dann keine neuen Eier. Waren wir hier schon? Ja, hier haben wir erkundet, hier können wir weitermachen. So langsam. Ach, wir haben noch ein Campfire über. Das ist gut. Das hatten wir ja vorhin irgendwann gebaut. Jawohl. Hier ist zu Ende und es wird auch eine dunkle Nacht. Campfire. So. Haben wir noch was? Ja, Möhren haben wir zu essen, brauchen wir aber gerade nicht. Ich glaube, die kann man auch ausschlüpfen lassen irgendwie, ne? Aber das versuchen wir, wenn überhaupt, dann zu Hause und später, also nicht jetzt. So, ich trinke nochmal einen Schluck Kaffee. Und dann machen wir uns noch zurück auf den Weg nach Hause, beziehungsweise wir machen uns zurück nach Hause, sozusagen. Klingt komisch, ist aber so. Und dann schließe ich diese Aufnahmesession und dann ist gut. Dann habe ich bis zum neuen Jahr, meine Güte, bis zum neuen Jahr aufgenommen. 4 Folgen am Stück, 1 Stunde und 30 Minuten. Habe ich schon lange nicht mehr gemacht, so lange. Sonst immer so 2, 3 Folgen maximal. Also eine Dreiviertelstunde bis eine Stunde. Komm schon. So, sehr schön, dann können wir direkt los. Hier ist. Oh, ach ja, da war der. Da, oh, verdammt, das war blöd. Hier war ja das Schaweinchen. Was warten? An sich muss ich ja hier noch einmal komplett rumlaufen, ne? Und erkunden. Das ist echt ein großes Gebiet. Ich brauche auch gar nicht so nah an der Kante. Oh. Habe ich das richtig gesehen? Nee, ne? Nee, habe ich, glaube ich, falsch gesehen. Ich dachte, wir werden psychisch labil, aber so schlimm ist es gar nicht. Aber ein paar Blümchen sollten wir vielleicht später mal sammeln. Wow. Sehr weit. Sehr weit gekommen. Und wenn das wirklich alles. Ach, guck mal. Wenn das alles nur so ein Steingebiet ist. Dann haben wir da richtig viel Gold und Flint und Stone und Nitrit oder wie das heißt und meine Güte. Nicht schlecht, Herr Specht, sag ich da. Doch, wir werden bescheuert. Wir werden psychisch labil. Ich brauche Blümchen. Blümchen. Ich hab da schon wieder so einen Schatten, oder? Vielleicht auch nicht. Ich weiß nicht. Jetzt werd ich wahrscheinlich schon bescheuert. Blümchen. Da, Blümchen. Sehr schön. Gut, gut. Wir sind gerettet. Blümchen. Blümchen. Blümchen.
Blümchen. Oh. Hohoho. Guck mal an, was hier zu finden ist. Ah. Okay. Hammer? The worst kind of tree. Okay. Schade. Was haben wir hier? Noch eine Maxwell-Statue. Aber keinen Wächter. Hm. Aber was will ich mit den ganzen Maxwell-Statuen? Ich will Chester. Zum Beispiel. Oh, ein Wurmloch. Ist das unser erstes Wurmloch? Das glaube ich nicht. Da gehen wir rein. Hep. So, wo sind wir? Aha, seht ihr? Das noch nicht erkundete Gebiet. Das dachte ich mir schon, dass wir dahin kommen. Aber es hat uns tatsächlich ein bisschen näher wieder an zu Hause gebracht. Und das ist gut. Das ist sehr gut. Wahrscheinlich ist auch ein bisschen Rot. Uiui. Ui. Warte mal. Oh. Da ist er, der Brennende. Oh, es hat ihn nicht getötet. Shit. Er ist zumindest sehr aggressiv geworden. Au, 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 au. Autschen, 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 autschen. Ui, okay, ich muss darauf achten, dass sie tötet oder halt nochmal drauf schießen. Huiuiuiuiui. Okay, wie sieht unser Staff denn aus? Wo ist er denn? 85%. Okay, 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 okay. Noch geht's, aber wenn wir den nicht mehr haben, können wir halt nicht so luxuriös uns das Essen zubereiten lassen. Als erstes brauchen wir erstmal Stein. Da ist Essen, das können wir direkt verknuspern. Super. So, die Samen schnappen wir uns. Dann holen wir... Nee, wir machen was anderes. Essen da rein. Essen da rein. Noch mehr Essen da rein. Das Ei kommt direkt mal da rein. Mist, jetzt habe ich natürlich mal wieder das ganze Essen schon wegsortiert. Es tut mir leid. Wirklich. So, wir machen jetzt so einen Auflauf. Hoffentlich kommt wieder Egg and Bacon, Bacon and Egg raus. So, haben wir genug Holz? Jawohl. Ein Brettchen. Das Crank-Thing kommt schon mal in die Kiste. Guck mal, da haben wir drei Things. Ich glaube, vier Stück muss man sammeln. Und die Stelle finden, wo es einzusetzen ist. So, die Petals kommen auch noch hier hin. Die dürften doch langsam mal verrottet sein da drüben, oder? So, die Steine als nächstes. Wir haben einiges vor, bevor die Nacht einbricht. Farm. So, einmal weg. Und die Steine schon mal wieder wegsortieren. Jetzt können wir die Farm aufbauen. So, dahin. Ich hätte aber gerne echt so Lampen und so. Da müssen wir mal dran arbeiten. Wo war denn das? War das hier bei... nicht Survivals. Nee, Moment. Wahrscheinlich müssen wir hier zu unseren... ach nee, wir haben keine Samen mit. Nein! Ich drehe durch gerade. Entschuldigung. So, die Bärchen da rein. Das da rein. So. Egg and Bacon. Schön. Oder Bacon and Egg. So, Light. Light war das, ne? Endothermic Fire. Pumpkin Lantern. Ach, Fireflies. Wie sammelt man die denn wohl? Mist. Moggles, Miner Head. Okay, wir brauchen Fireflies und dafür muss ich erstmal rausfinden, wie man die bekommt. Was haben wir hier? Endothermic Fire, okay. Werkzeug, was soll denn hier angeblich... Achso, das... Ja gut, okay, das ist ja auch egal. Zwei davon sammeln wir mal ein. Eins, zwei. Schon irgendjemand... Nö, keiner verrottet. Dann können wir das hier aufsammeln. Wir haben gar nicht viel Hunger. Mal gucken. Ja, hat auch was für die Heilung getan. Das ist schön. So und so. Einmal, zweimal, dreimal. Wir brauchen natürlich wieder ein paar Blümchen auch bald zum Sammeln. So. Ach so. Dieses. Und dieses.
Das packen wir natürlich direkt rein. So. Süchen. Verdammt. Uff. So, gerade gut gegangen. Und das Essen wieder in den Kühlschrank hinein. So klappt es doch besser mit der Organisation. Was wollte ich noch tun? Ach ja, wir müssen wieder anpflanzen. Dafür brauche ich Seeds. Ja, die gehen aber diesmal nicht so schnell kaputt wie früher. Zumindest habe ich den Eindruck. Plant. Plant. Jawohl. Und wir haben hier Rot dreimal. Damit können wir morgen früh sozusagen... nee, nicht essen. So. Oh, Chili. Schön. Ein schönes Chili gekocht. Wir kochen nochmal. Jawohl, ich würde sagen, wir kochen nochmal. Ich denke mal, die Kombination aus zwei verschiedenen Fleischsorten und Gemüse sorgt immer für Chili, wenn ich das richtig beobachten durfte. Guck. Store. Schön. Wir haben zwar keinen vollen Kühlschrank, aber zumindest haben wir einiges da. Und wir werden nicht verhungern. Also, don't starve. Haha, sozusagen. So, 1 Stunde 26. Ich warte noch ein bisschen bis zum... Oh, schade, kein Chili. Ich warte noch ein bisschen, damit ich eben noch die Büsche fertilisieren kann. Und dann wird die Aufnahmesession auch beendet. Und dann geht's ab. So, fertilisieren. Da sind auch noch Beeren, die wir aufsammeln können. Düngen. Ich muss mir angewöhnen, das Düngen zu nennen. So. Ja, damit sind wir durch, soweit. Wir haben echt viel geschafft in dieser Aufnahmesession. Quasi über den Jahreswechsel hinweg. Finde ich gut. Unser Lager sieht sehr schön aus. Wir sind gut geschützt. Wir haben schön viel Nahrung. Und wir können sogar die Tallbirds besiegen. Alles klar, wir sind perfekt und super. Und Tag 15 erst. Da geht noch einiges. Wir sind richtig gut im Rennen, glaube ich. Naja, wir werden es sehen. Ich wünsche euch in jedem Fall, dass ihr gut ins Jahr reingekommen seid und alles Gute für dieses Jahr. Wir sehen uns entsprechend übermorgen vielleicht. Ich weiß es gerade nicht. Spätestens nächste Woche in einer neuen Folge Don't Starve mit der guten Willow. Tschüss.